Moin Leute. So, heute mal ein ganz kleines Tutorial. Und zwar, wie zeichnet man am besten ein Herz? Ich habe schon viele Dinger gesehen. Die nehmen hier den Zeichenstift. Keine Ahnung, du kannst es zum Beispiel so machen. So, dann nimmst du halt hier den Kurvenzeichner. Machst du hier eine Kurve? Ne, wie sieht ein Herz aus? Das reicht jetzt schon. Ne, sieht nicht gut aus. Dann kann man das kopieren zum Beispiel, aufeinander legen, das einmal spiegeln. Den Kittel latscht das daran und das sieht nicht wie ein Herz aus. Egal, also die einfachste Möglichkeit, ihr macht ein Rechteck. So. Können wir einmal füllen. Machen wir das in schön rot. So, da wollen wir nicht noch eins. Wir brauchen keine Dings hier. Damit. So. Dann könnt ihr hier an diesen Punkten könnt ihr ja die Ecken rund machen. Die machen wir. Die ziehen wir so weit, bis es rot aufleuchtet. So, dann haben wir den. Jetzt können wir den machen, wenn ein 45-Grad-Winkel, also halten Shift fest und gehen einmal runter, dann macht er immer 45. Könnt ihr da sehen, 45 Grad, 90 Grad. So, das kopieren wir mit STRG C und STRG F. Legt er das übereinander, dann machen wir das noch mal so. Und dann habe ich immer Zentimeter. Ich habe die besten Erfahrungen gemacht, dass wir hier so 1,2 Zentimeter machen. Hallo? Oh, ne. Was habe ich da gemacht? 1,2. Ein bisschen kleiner. Bin drauf geschissen. So, so, jetzt haben wir das zum Beispiel so. Jetzt seht ihr eigentlich schon das Herz. Denn wenn wir beide markieren, könnt ihr hier, das ist das Formerstellungswerkzeug nehmen. Damit könnt ihr, wenn mehrere Objekte markiert sind und übereinander liegen, als eine Fläche machen. Also ihr klickt hier drauf, haltet fest, dann seht ihr so einen Strich, dann zieht ihr den noch dazu und dann zieht ihr den auch dazu. So, und schwupps, macht er das als neue Fläche. Dann könnt ihr die nehmen, weil die hat er jetzt davon abgeschnitten. Den löschen und den löschen. Und schon habt ihr ein richtig schönes, perfektes Herz. Dann viel Spaß beim Nachmachen und ich würde mich über ein Like freuen oder ein Abo. Dankeschön, bis dann, ciao.